Ich hab vergessen, dass ich jetzt nochmal Sims spiele. Benjamin is in the house. Ich habe ein Google Pixel 4 XL als Handy. Bin damit ultra zufrieden. Und würde mir gerne das Pixel 5 kaufen, sobald es rauskommt. Was dann hoffentlich nicht auch 1000 Euro kostet. Aber selbst wenn, ha, YouTube Money, kein Ding, 1000 Euro ist ja eine Tageseinnahme. Ist ja gelacht. Ich würde dir nur Banken bauen und dir Geld geben. Ja, sicher. Banken bauen. Let's make some noise. Ja, oh, ich habe Mana Shit verloren. Cool. Müssen wir leider bis nächste Runde warten, bis ich den Ninja Affen habe. Kannst du irgendwann mal Yu-Gi-Oh! Auf deinem Kanal bringen? Hab ich doch gemacht. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories auf PSX. Kann ich euch nur empfehlen, das mal anzugucken. Super geiles Let's Play gewesen. Was ist dein Lieblingsschüler von Assassination? Der ist um eindeutig Karma. Moin, JP. Was ist du? Ich habe ein Duplo gefuttert. Ich hatte Heißung auf Hände. Magst du die Marke Samsung schon lange nicht mehr? Zumindest nicht als Handy. Was ist Lieblingsaffe? Ninja, Sniper, U-Boot, Wurfpfeilaffe. Ah. Das Herz von Adora. Sehr stark im Base-Angriff. Aber langweilig. Langweilig. Du bist ein richtig guter YouTuber. Hoffe, machst weiter so. Danke, danke, danke. Freut mich vielmals. Ich glaube, ich werde hier auch mal den Heli bauen mit dem Moab-Schub vielleicht. Für Runde 40 halt. Wegen Doppel-GP-Moabs, weil die ja doppelt so viel Leben haben. Ist der Heli vielleicht nicht verkehrt. Mach Astrid. Ah ja. Magst du Star Wars überhaupt nicht? Ich bin überhaupt kein Star Wars-Fan. Kannst mich jagen damit. Mein Lieblingsheld ist Benjamin und Oben. Ubu, beste Turm. Ist so. Kannst du nochmal DJ Dark machen? Nö, habe ich jetzt schon zweimal, dreimal gemacht. Gerade keine Lust. Bester YouTuber, danke! Taschen Tanja. Ding, 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 ding. Die Doppelkanonen sind so heftig. Das ist so ein heftiger Power Spike. Mir war in letzter Zeit so langweilig auf YouTube und jetzt bin dich auf deinem Kanal. Na, viel Spaß. Let's Cookie. Wir haben was gegen Tals, ja, aber noch nichts gegen Leads. Was machen wir dagegen? Sag mal, ich miss nochmal dagegen, ne? Jetzt haben wir was gegen alles. Ich würde dir all mein Geld in den Korb geben, nicht weil only Level 76. Ja, schade, 76 war ein bisschen unlucky gewesen. Es war auch unlucky, dass wir zwei U-Boote haben, die an sich, denke ich, nicht notwendig waren. Wir haben dadurch 10.000 Gold etwa verloren. Mehr noch. 3.000 für das letzte, 1.100, 1.000, nochmal 1.100, also 2.200 oder 2.100 etwa durch die letzten beiden, also unteren beiden Upgrades. 5.000, der erste, 5.6 plus Top-Spionage. 6-1, 6-3, also etwa 12.600 Gold haben wir verloren, weil wir zwei U-Boote hatten auf 204. Und dieses Gold hat entsprechend auf dem Erzmarkt gefehlt. Sonst hätten wir diese Runde selbstverständlich einfach hinbekommen.
Aber passiert. Und links ist der Dame von der Esel mit Katzen. Ja. Und rechts übrigens, ne? Ich weiß. Ich weiß. Links und rechts ist auch für euch in der vierten Klasse immer noch ziemlich schwer. Und es sind auch Ferien, muss man dazu sagen. Was ist der beste Ton gegen Keramik? 302 Sniper. Ich hatte mal eine Frage, welcher Affe passt am besten zu dir? Ich suche einen richtig coolen Affen, der einfach alles auf der Welt kann. Der einfach der coolste ist. Und einfach cool ist. Na, gibt's nicht. Den Affen müssen sie erst noch reinbringen. Aber ich kann nur sagen, geiler Kanal, und das sage ich nicht, um mich einzustellen. Ja, ja, du Schleimer. was ist das? Doppel-GP-Morps. Ich brauche erstmal noch die panzerlichen Pfeile. Ich wollte einen Heli bauen, ne? Heli ist aber auch teuer mit Moabschub. Ich bräuchte noch 8000 dafür. Kriegen wir das hin? In drei Runden noch 4000? Wahrscheinlich nicht. Da ist ein Kevin Gamer. Hey Laserbeste. Ich habe gerade zum ersten Mal die Babykatze geschalten. Nice, süß. $3.300 für zwei Runden. Na, schwierig. Ich würde sagen, nein. Das bräuchte noch 2000. Ne, das schaffe ich nicht. Okay. Dann machen wir das einmal so. Das heißt, egal wo der Moab kommt, wir können ihn immer angreifen. Wir werden gleich noch einen Biohack mit dazu nehmen. Und wir haben Trojaner drauf, alles gut. Easy. Easy ist das. Kein Ding für mich. Das Problem ist trotzdem, dass wir nicht so einfach weiterkommen hier. Du könntest ja denn der Dark Sun Temple sein. Nur wegen Dark? Ja, aber schon passt der 502 super auf zu mir. Möglich wär's. Der ist schon fast hier rein, oder? Ja. Der würde hier reinpassen. Ah, schwierig, Drei Runde 63, weißt du? Jetzt die Frage, machen wir Damage oder machen wir einen Moab kleben? Ich glaube, gegen die Moab sollte es easy sein. Das Problem ist, glaube ich, erstmal 163 aktuell. Habe ich das Gefühl. Denkst du, dass noch neue Affen ins Spiel kommen werden? Schauen wir mal. Lass uns überraschen. So, wollen wir noch was? Stärkere Stimulanz machen wir noch. Dann machen wir noch den Scharfschützen. Brauchen wir derzeit nicht. Sniper ist schwierig. Ach, Sniper. Heli ist schwierig, weil er immer hin und her fliegen wird. Ne? Er wird immer zwischen beiden Slots hin und her fliegen. Das finde ich nicht so gut. Wir können einen Sniper machen, allerdings ist der auch ziemlich... Naja, nicht so geil. Könnt ihr so machen, da kann er halt auf beiden Seiten angreifen. Aber so gut ist er dann doch wieder nicht. Und den Mark kann ich in die Mitte platzieren. Schwierig, schwierig. Ich will jetzt mal ein Heli machen. Ja, genau, ich wollte ein Heli machen. Unbedingt, weil ich gerade gesagt habe, dass er es nicht kann. Naja. Aber kommen die auch von beiden Seiten? Ich glaube nicht, wa? Selten. Du hast gesagt, du zeigst dich für eine besondere Angelegenheit. Wann ist die Angelegenheit? Die wäre vor 3-4 Wochen gewesen, aber ich habe mich doch anders dagegen entschieden. Wollte ich nicht.
Schön Geld gewastet. Kacke. Ach, ärgerlich. Okay. Haben wir was zum Enttarnen? Wir könnten eine Magie mit Schimmer theoretisch machen. Um hier ein bisschen Ärger zu machen. Man kriegt nur Popcorns, wenn er... Ich würde es auf beiden Seiten machen, weißt du? Dass ich bei beiden Seiten einfach mal... diesen Schimmermagier setze. Weil die so fett, du Affe. Und noch eine Feuerball dazu, sehr gut. Kriege ich ordentlich Damage auch dazu. Meine Mama hat mich gerufen, na dann, hau rein. Du machst die beste, entspannteste Streams. Like und Abo auf ihre Team Ducky, danke dir. Du kannst den Wurfer auf 025 upgraden. Ja, ich könnte auch einen schwarzen Sonnentempel bauen. Wäre auch möglich. Hab das Geld halt nur nicht dafür. Ich habe gerade mit dem Hacker gespielt, die ganze Mission mit Geldspenden gemacht. GZ. Interessiert nur keinen. Hast du vor, morgens zu streamen? Was haben wir denn morgen? Wir haben morgen... Nee, höchstwahrscheinlich nein. Ich werde morgen bis 16, 16.30 arbeiten. Und mich danach mit einer Familie treffen. Zum Babysitten. Schauen, ob es also ein Kennenlerngespräch. Mal gucken. Vielleicht findet es wieder nicht statt. Wer weiß das schon. Hi, Darky ist der Beste. Mal essen. Pizza essen. Okay. Achso, genau, dann hast du den Magier platziert. Na, ich bin halt Hellseher. Bin halt einfach der Beste, muss man sagen. Boom, Bloon, get out the way. Setz einen Affen auf dem Heli und dann noch ein paar Sniper, dass sich das lohnt. Naja, ein Affendorf für Radarscanner, wobei... Ich hab mich verklickt! Bescheuerte Drecksmission. Alter, das kriegst du doch nie im Leben hin. Wie soll man bitte Chimps auf dieser Mission schaffen? Holy shit, Alter. Komm, verpisst euch. Dreckiger Abschaum. Verzieh dich, du Mistvieh. Alter, da ist ein Blumenverdünner. Und was machen die? Ich laufe einfach mal durch. Kein Ding, hau ab. Kann ja sparen für Apache. Hast du mal Clash Royale gespielt? Ausrufezeichen Projekte. Wie läuft so ein Kennenlerngespräch ab? Es ist ein Gespräch, wo man sich kennenlernt. Wie lernst du neue Leute kennen? Finde ich mega interessant, was du ehrenamtlich machst. Ich weiß. Was denkst du? Oder okay, was denkt ihr, wie so ein Kennenlerngespräch abläuft? Ich weiß nicht, was du dir dabei denkst, aber Klingenentfernung kannst du nicht dreimal in einer Runde benutzen. Garantiert nicht. Na, mal gucken. Hi, mein Name ist Dennis. Mein Name ist Dennis. Sich aufpassen auf ihr Kind. Du gebe mir Miet. Ich bringe Montag wieder. Genau. Ich nix Ausweis. Ich wohne auf Wohnwagenplatz. Bitte keine Polizei. Ah, GameMax, vielen Dank für deine 2 Euro per Superchat. Welche Taktik für Chimps magst du am meisten? Erzmagier und Apache? Oder Erzmagier Permastacheln? Das ist auch sehr solide.
Wie hast du den Supersturm gemacht, ohne auf Kräfte zu drücken? Indem ich auf eine Taste auf meiner Tastatur gedrückt habe. Aber ich habe keine Tastatur, weil ich auf der Mobilversion spiele. Ja, das ist halt der Nachteil von eurer Mobilversion, ne? Das ist halt scheiße. Ich habe das Gefühl, dass Darky keinen Bock auf unsere dummen Fragen hat. Niemals, aber... Alter, das ist doch voll scheiße. Wobei doch, man kann es tatsächlich dreimal in der Runde benutzen, ne? Also locker sagst du beim Kennenlerngespräch, wie viele schwarze Schimmel denn du hast. Ist so. Oh Bruder, ich habe gestern wieder geflext in meinem Stream mit meinen 130 Viewern. Da habe ich 27 schwarze Schimpfmodellen. Alter, geil, oder? Und jetzt gib mir den Kind, hopp. Guten Abend, Stefan. Vielleicht soll ich öfter mal mit dem hier spielen. Ich glaube, das ist gar nicht so unverkehrt. Aber das Ding ist schon heftig. Mach mal super Entfernung. Mann, diese scheiß verbackten Kackdinger da. Komm, gib's mir, gib's mir. Hau rein. Alter, wie lange? Ist ja fast dauerhaft. Mann, ich kann kotzen, ne? Wie viele schwarze Ränder hast du? 27, glaube ich. No. Wieder die gleichen, oder? No. Ah, Kacke. Da war da noch was. Ah, ich bin so schlecht, Alter. Darker hat mich... Hab's genommen, indem er gesagt hat, dass ich auf Mobile spiele. Ist so, oder? Ist die Wahrheit, oder? Das war kacke, oder? Ich finde zwei von denen sind vielleicht besser. Gerade abonniert, nice. Chips auf 194 war noch nicht weine. Ja, würde mich voll nerven. Oh, holy shit, ist das stark. Das hat eine echt heftige Durchschlagskraft, oder? Vielleicht sollten wir öfter mal damit spielen, also mit dem 040er. Ich bin die Butterkatze, was? Was sind deine Settings? Was sind meine Settings? Was sind Settings? Also wo in Bezug auf was? Zwei Continues, vier Affenstürme. Hat sich richtig gelohnt. Ich muss sagen, das Ding ist richtig gut. Ich hab das da schätzt. Ich hab bisher nichts gemacht. Aber die finde ich ganz gut. Die Magier. Die sind nicht verkehrt. Warum eigentlich das 50.000 Abonnenten? Hättest mehr verdient? Ja, weiß nicht. Frag mal YouTube. Ich glaube, dein Schreibtisch lebt nicht mehr lange. Ach, das ist so eine Billig-Sparenplatte von Ikea. Kauf mir eine neue für 20 Euro. Guckst du eigentlich selber YouTube und wenn ja, was? Ich gucke nur tatsächlich einen YouTuber aktuell, das ist Perik Uncut, seine TTT-Folgen. Trouble in Terrace Town. Ach, Gottchen. Absolute Zerstörung, das Ding. Holy shit, ist das heftig. Okay, ich muss mir aufschreiben und zwar ganz dringend. Ich muss öfters dieses Ding nutzen. Hat es, das hat keine Begrenzung durch die 3D-Modelle, ne? Das heißt, er schießt grundsätzlich immer über die gesamte Map. Na klar, hat er auch bei Dings gemacht, überflutetes Tal. Holy shit, ist das Ding gut. 0 Reis, Nagel, Werfer, Mega Strong. Mm-hmm.